und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge, glaube ich, ging es um Gothel. Ich bin mir nicht sicher. Oder es war die vorletzte? Nee, die vorletzte Folge ging. Was? Die letzte Folge ging, glaube ich, um Mickey, Minnie und, wie heißt der Kleine? Stitch. So. Aber ich habe jetzt leider auch ein Wochenende dazwischen gehabt, wo ich nichts aufnehmen konnte. Deswegen habe ich es jetzt gerade nicht mehr so im Kopf. Ich habe aber gerade gesehen, ich habe Post bekommen. Wollen wir noch mal sehen, was das ist? Der festliche Sternenfahrt ist... Ach so, ist beendet. Die festliche... Ja. Okay, ihr könnt noch bis zum 3. Februar eintauschen. Okay. Ja, gut. Marken, Moment, was stand da gerade? Solltet ihr sie schnell gegen Belohnung eintauschen, bevor sie verschwinden? Wieso verschwinden die Marken? Das ist ja Beschiss. Moment, Event. Jetzt muss ich mal eben schauen. Weil ich habe noch 10 Marken, aber ich habe jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt für 10 Marken holen muss. Ja, nehmen wir mal das, keine Ahnung. So, okay, haben wir nochmal was Neues gesammelt. Super. Also, diese Folge dreht sich alles um Mutter Gothel, um die Sonnensteinfragmente. Die muss ich jetzt zurückbringen. Und zwar, dass diese Dinger immer mitten in mein Gesicht erscheinen müssen. Und zwar habe ich da ja die anderen 2 Sonnensteinfragmente noch geholt. Das werde ich jetzt einspielen. Ja, und gerade angekommen im Wald der Tapferkeit habe ich es dann auch schon gefunden. Das ist super. Wir haben jetzt übrigens kurz vor 7 Uhr abends. Ah. Ja, und wie man unschwer erkennen kann, habe ich auch hier das sonnige Fragment gefunden. Und zwar befinden wir uns jetzt hier auf der sonnigen Ebene, das stand ja schon drin, und zwar hier unten in diesem kleinen Knick. Ich sammle das schnell ein. Wir haben jetzt 8.30 Uhr am Morgen und ja, sind mit der Aufgabe fertig. Ja, und jetzt werden wir uns auf die Suche machen, wo Mutter Gothel eigentlich ist. Es ist schon mal die Hälfte meiner Anwohner hier am Schlafen, ich merke das schon. Wo ist Mutter Gothel? Die ist da unten. Ich hoffe, die geht jetzt nicht auch noch ins Bett, weil sonst raste ich hier nämlich aus. Was ist hier? Moment, jetzt muss ich doch nochmal eben gucken. In der Mitte. Achso, das heißt, sie war im Haus drin, ja? Okay. Hallöchen! So, Fragment der Morgendämmerung, der Abenddämmerung und das Mittagsfragment. Einmal übergeben. Was für ein Vergnügen. Endlich halte ich die Fragmente in meinen Händen. Hm. Moment mal, warum sind sie so trüb? Gameplayerin, was hast du getan? Sie sahen schon so aus, als ich sie fand. Vielleicht müssen sie ein wenig poliert werden, genau. Dann muss mit ihnen etwas geschehen sein. Ich muss das überprüfen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Sieh nach, ob einer deiner Narren, die du ins Tal gebracht hast, deine Hilfe braucht. Ich bin sicher, dass jemand eine Lappalie hat, bei der du helfen kannst. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich bereit für das bin, was als nächstes kommt. Tata! Tata! Und das müsste dann jetzt sein. Wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Gameplayerin, es hat mich viele Stunden Arbeit, unermüdliche Recherchen und einen unerwünschten Besuch in Merlins Bibliothek gekostet, aber ich habe endlich gelernt, wie ich den Sonnenstein wiederherstellen kann. Wie kann ich helfen? Ich werde mich darum kümmern, du kannst dir sicher sein. Oh, du hast Glück, mich zu haben, Gameplayerin. Jemand, der nicht so talentiert ist wie ich, hätte es nie herausgefunden. Nur wegen mir gibt es Hoffnung, dass die große Weide auf der Lichtung gerettet werden kann. Glaub mir, ich weiß das. Was hast du entdeckt? Weder die Sonnenschriftrolle noch die Symbole der mystischen Grotte enthielten Hinweise darüber, wie man den Sonnenstein wieder zusammensetzen kann. Oder was im Falle von getrübten Fragmenten zu tun ist. Also habe ich mich davon entmutigen lassen? Nein, natürlich nicht. Ich habe entdeckt, dass das Herz des Sonnensteins aus einem Stück der Sonne bestehen muss.
Das ist es also, was wir brauchen. Werde ich zur Sonne fliegen? Genau. Auf der Sonne besteht der Boden buchstäblich aus Lava. Ich fliege da nicht hoch. Okay. Woher bekommen wir so etwas? Ich habe einen Zauber entdeckt, der einen Schauer von Sonnenmeteoroiden auslösen wird. Aber zuerst müssen wir die Fragmente wiederherstellen. Ohne ihre Kraft kann ich den Schauer nicht herbeirufen. Okay, ich werde mir während des Schauers so viele Dinge wünschen. Haha, ich hoffe, mir fallen keine Sonnenmeteoroiden auf den Kopf. Was soll ich tun? Fangen wir mit dem Fragment der Morgendämmerung an. Um es wiederherzustellen, muss es mit Zutaten versorgt werden, die so frisch sind wie der Morgen, damit es sich an seine Natur erinnert und erwacht. Du musst dafür Zitrone, Oregano, Minze und Meerwasser sammeln. Tauche dann das Fragment der Morgendämmerung in einen Topf mit diesen Zutaten, wie du es bei dem Gericht tun würdest. Kehre zu mir zurück, sobald du deine Arbeit beendet hast. Okay, das heißt also quasi, ich soll damit kochen, ja? Jetzt weißt du, dass du immer auf mich hören musst. Ja, natürlich, ich werde immer auf dich hören. Okay, ich wollte gerade sagen, warum ist das hier so dunkel? Also, ich habe so verstanden, dass wir jetzt damit kochen müssen. Das heißt, wir porten erstmal wieder zurück. Oh, da fällt mir ein, ich war jetzt auch die letzten Tage gar nicht mehr bei Dagobert. Nein, das habe ich total vergessen. Obwohl, naja, andererseits ist es kein Rezept, ne? Moment. Ach so, Meerwasser habe ich ja noch nicht. Ja, ja, gut, Meerwasser. Oh, Hallöchen. Das nehme ich doch gerne mit. So, dann poppen wir uns mal eben nach unten. Das geht schneller. Habe ich, nee, Moment. Habe ich überhaupt eine Flasche dabei, eine leere? Natürlich nicht. Also muss ich mich wieder nach oben porten. Schlau wie ich bin. Ah Gott, ich kriege das heute noch hin. Also ich gehe mal davon aus, dass ich da eine leere Flasche brauche, um das Meerwasser da zu holen. Habe ich die denn hier draußen zufälligerweise hingetan? Natürlich, sehr schön, sehr geil. Dann kann ich jetzt doch wieder nach unten porten, weil das schneller geht, als zu laufen. So, und dann ist die Frage, muss ich jetzt an irgendeine bestimmte Stelle oder kann ich einfach so quasi nach unten ans Wasser? Da hinten ist es am Glitzern. Oh, Moment, Moment. Ich habe wieder Steine gesehen. Es tut mir leid, aber Steine muss ich immer mitnehmen. Steine und Muscheln, die muss ich immer mitnehmen. Die mache ich jetzt aber auch mal ganz kurz weg. Das geht ja ganz schnell. Oder auch nicht, wenn man jetzt gerade sowas natürlich da reinbekommt. Ah, nein, ich kann mich nicht bewegen. Hallo, Leute. Oh. Das können wir natürlich jetzt nicht liegen lassen. Na gut, wirklich was drin ist nicht. Aber solche Sachen lasse ich natürlich nicht liegen, weil Truhen nehme ich immer gerne mit. Und Muscheln, habe ich gesagt. Also nimm die mit. So, hier ist es am Glitzern. Interagieren. Zack. Ach so, da ist die Flasche jetzt rausgesprungen. Na gut. Benutze eine Kochstation. Doch, da steht jetzt Kochstation. Also habe ich doch gar nicht so schlecht gelegen. Ich brauche eine Kochstation. So. Um das Fragment der Morgendämmerung wiederherzustellen. Steht das dann hier irgendwie drin, so nach dem Motto Fragment oder... Oh. Ja, cool. Okay. Lass ich mal so stehen. Da kann ich ja hoffentlich nichts falsch machen. Ja, also das screenshotte ich jetzt mal, weil solche Sachen wollte ich auch mal mit auf die Homepage stellen. So, bringe Mutter Grotel das Ganze. Stitch ist auch da. Ach, Stitch muss ich, glaube ich, noch leveln. Ich war jetzt dummerweise auch überhaupt nicht mehr im Spiel drin. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Das heißt, ich konnte hier irgendwie noch gar nichts mehr machen, die letzte, ja, fast Woche über. So, einmal. Hallo. Gut gemacht, Gameplayerin. Das Fragment der Morgendämmerung leuchtet wieder. Dieser Geruch erinnert mich daran, morgens aufzuwachen und im Kopf zu haben, wie jung und schön ich bin.
Fühlst du diese magische Schwingung in der Luft? Der Zauber wirkt und die Sonne hört zu. Ja, ich fühle es. Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du so sensibel bist. Jetzt zum Fragment der Abenddämmerung. Hier, nimm es. Seine Energie braucht einen ganzen Tag, um wiederhergestellt zu werden. Dies ist eine gute Gelegenheit, deine ganz besonderen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Behandle es wie eine der Nutzpflanzen, die du so gerne magst, damit es die Kraft des Tals absorbiert. Da es sich um das Fragment der Abenddämmerung handelt, musst du es im dunkelsten Teil von Dreamlight Valley vergraben werden, im vergessenen Land. Vergrabe es und gib ihm so lange Wasser, wie es braucht. Gut. Jetzt weißt du, dass du immer auf mich hören musst. Also, einmal zur vergessenen Ebene. Aber ich habe es jetzt richtig verstanden. Das ist jetzt... Das war jetzt das Falsche. Das auch. Haben wir irgendwann das Richtige? Das ist jetzt egal, wo ich das jetzt vergrabe. Ich muss es einfach nur... Ja, ich muss einfach nur hier rein. Okay. So, nein, halt, stopp. Hallo, hieß gerne. So. Also. Es wird eine Weile dauern. Ich bleib einfach mal so daneben stehen und warte mal, was passiert. Nein, das können wir leider nicht machen. Aber ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, ob der das jetzt angenommen hat mit dem Gießen. Oder muss ich da später vielleicht nochmal gießen? Ich habe das natürlich jetzt so taktisch clever direkt hier vorgestellt. Aber wenn ich schon mal hier bin, normalerweise mache ich das ja alles offline. Schön, dich zu sehen. Dann kann ich mir direkt nochmal Kartoffeln kaufen. So, ich weiß, ich müsste eigentlich auch alles ernten. Das liegt jetzt hier schon seit einer Woche rum. Eieieiei. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Wir können ja jetzt gar nichts mehr machen, weil das dauert ja jetzt scheinbar noch was. Kümmere dich um das Fragment der Abenddämmerung im vergessenen Land, bis es wieder hergestellt. Gut, wird eine Weile dauern, könnte sein, dass es tatsächlich einen Tag dauert. Vielleicht ist das so ähnlich, dass man dann einmal gießen muss zwischendurch. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht so viel übrig. Das Problem ist, Minimaus pennt immer noch. Stitch weiß ich jetzt gerade gar nicht. Stitch haben wir auf 8. Das heißt, den könnten wir heute nochmal leveln nebenbei. Das ist gut. Ich klicke hier immer aufs Falsche. Ursula könnten wir theoretisch machen. So, die verborgene Anforderung wissen wir ja immer noch nicht. Weil Toy Story würde ich gerne komplett neu machen, weil ich denke, das dauert wohl was länger. Scar würde quasi anfangen... Ja, ich hätte gerne Minimaus, ehrlich gesagt, weitergemacht. Aber da die ja ständig am Schlafen ist und die immer noch schläft, was ist denn mit Ursula? Die ist wenigstens wach. Ja, dann gehen wir mal zu Ursula. Weil es wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt eine halbe Folge hier rumrennen und dann irgendwelche täglichen Sachen machen und dann sagen, hey, eigentlich brauchte ich euch das gar nicht zu zeigen. Aber hey, ich meine, ich habe ja zu viel Zeit gehabt, so ungefähr. Oh, Ursula, bleib schön da drin. Ich muss vorher nur noch mal kurz eine Muschel einsammeln. So. Na, alte Meeressexe, wie geht's dir denn? Ah, da bist du ja. Ah, genau das Versuchskaninchen, das ich brauche. Du hilfst mir doch bei einem kleinen magischen Experiment, oder? Eigentlich keine große Sache. Ich bezweifle, dass irgendjemand verletzt wird. Es ist ein kleiner Kraftentzugszauber, bei dem du die Blume benutzt, die du erworben hast. Was sagst du? Moment, du bezweifelst, dass jemand verletzt wird? Oh, sei nicht so dramatisch, mein Schatz. Lass uns den Zauber vorbereiten und ich sorge dafür, dass er sicher ist. Versprochen. Zuerst brauchen wir eine Muschel. Ha, ich wusste, es hat seinen Grund, weshalb ich Muscheln sammle. Aber nicht irgendeine Muschel. Schade. Wir brauchen eine von diesen Mädchen, das dauernd mit dem Meer redet. Vajana. Sobald du das hast, finde einen Aquamarin und einen Tintenfisch. Mixe all diese Dinge zu einem Zaubertrank zusammen und bringe ihn mir. Auf Wiedersehen, Liebes. Das war jetzt dein Ernst, oder?
Das war jetzt dein Ernst? Oh. Weil Aquamarin habe ich, glaube ich, jetzt wieder keinen mehr, weil ich ja 200 Millionen Mal die Aquamarine benutzen muss. Vajana. Komm schon, wir haben noch so viel zu tun. Ja, ich ja, du nicht. Hallo Gameplayerin. Wow, du scheinst viel zu tun zu haben. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Hast du in letzter Zeit Muscheln gefunden? Hey! Tatsächlich habe ich eine. Ich dachte, sie wäre ein nettes Geschenk des Ozeans. Aber ich fange an zu glauben, dass sie vielleicht gar nicht für mich war. Hier, sie gehört dir. Dankeschön. Komm einfach wieder. Ich ja, bin kein Thema. Hier. Ich komme dann wieder, wenn ich neuen brauche. Ich denke, ich brauche nur einen Aquamarin. Wollt ihr mich denn veräppeln? Jetzt brauchen wir insgesamt 5. Boah, das ist nicht euer... Wally? Nächste Aufgabe ist gesperrt. Hä? Moment, Wally, warte. Warte. Warum bist du blau? Möchtest du dies weitergeben? Kaffeetasse. Ach ja, Kaffeetasse. Mist, ich habe mir extra aufgeschrieben, wo ich die gefunden hatte. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wenn ich daran denken sollte, blende ich das jetzt hier unten ein, wo ich diese Kaffeetasse gefunden habe. Aber ich dachte eigentlich, dass ich nichts mit ihm machen könnte. Also es tut mir leid, aber das muss ich jetzt mal kurz machen. Hey, Wally. It looks like someone made a mess of your garden. Hallo? I found this copy cup nearby. Ich dachte, das Spiel ist auf Deutsch. Also da hat wohl jemand... Ach so, ja, ich glaube, das war, als der Garten so verwüstet war. Das habe ich leider offline gemacht, weil ich dachte, das wäre alles von den Bäumen. Aber das war nicht von den Bäumen, sondern das war eine Stitch-Quest. Ja, und da in der Nähe habe ich wahrscheinlich, also laut dem, was hier steht, die Kaffeetasse gefunden. Oh. Okay, also wir fragen, ob er weiß, was das ist. Ah. 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 Hm, war es Stitch? Tada! Stitch hat den Garten durcheinander gebracht. Oh, Junge. Ich denke, ich muss Stitch finden und muss sein, wie nennt sich das? Bösometer checken. Ja, jetzt haben wir natürlich noch eine Aufgabe dazu bekommen, die wir machen könnten. Das ist doch doof. Ich will das jetzt mit Ursula machen. Moment, Aquamarin. Ich bin jetzt... Ach, Quatsch. Nein. Hallo. Lässt du mich da raus? So. Edelsteine. Aquamarin. Das war im Wald der Tapferkeit und am schillernden Strand. Na gut, ich würde sagen, dass ich jetzt mal eben schaue, ob ich die restlichen Aquamarine noch zusammenbekomme. Das mache ich mal kurz offline und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich genug habe. Bis gleich. Ja, und damit haben wir dann alles, was wir brauchen. Wir gehen zurück zu... Achso, nee, wir gehen zurück zu Ursula. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich noch genug Platz hatte, weil ich nämlich unterwegs noch einige Sachen eingesammelt habe. Ursula. Ah, da bist du ja. Hallo, meine Liebe. Oh. Besorgt, ja. Warum? Ach so, Stelle. Wir gehen nicht zu Ursula. Wir müssen den Zaubertrank selber machen. Ich habe mich vertan. Ja, dann nochmal eben schnell zurück. Irgendwie habe ich gedacht, dass da stand, bringe die Zauberzutaten zu Ursula. Ich weiß, und ach nee, Moment, das machen wir an der Werkbank, ne? Wieso will ich jetzt kochen? Eieiei, heute ist aber auch ein Tag. Da hat man einmal Migräne und nichts gelingt hier mehr. Zaubertrank hier und zack.
So. Jetzt können wir Ursula den Zaubertrank bringen. Ich war mal wieder zu vorschnell. Und ich muss mich endlich mal dahinsetzen und mal hier ein bisschen alles verschönern. Das ist ja grauenhaft, wie es jetzt hier im Moment aussieht. Ich meine auch ihre Grotte und so, das ist ja alles nur so dahingeklatscht im Endeffekt. So, oh, bitteschön. Du bist es. Hervorragend. Sie sagt zwar nichts mehr, aber sie guckt sehr seltsam. Fischlein, du bist zurück. Und du hast, was ich brauche. Jetzt gib mir den Zaubertrank. Aha. Tada! Ich habe die Blume, die du mitgebracht hast, verzaubert und du kannst sie jetzt benutzen. Allerdings brauche ich noch deine Hilfe für ein letztes klitzekleines Detail. Nimm das. Platziere diese Blume am Strand in der Nähe des Eingangs zu dieser mystischen Grotte, die du mit dem Kristall geöffnet hast, den ich dir gegeben habe. Was wird sie bewirken? Diese Blume kann jetzt die Macht dieser Höhle beschützen. Wir wollen doch nicht, dass dir etwas Schlimmes widerfährt, oder? Na los jetzt, bewege deine kleinen Beinchen. Danke sehr, Herzchen. Mhm. Und jetzt hinfort mit dir. Also ich persönlich würde es ja nicht machen. Ich würde ja erstmal mit Merlin drüber sprechen, dass sie hier die Magie aus der Höhle stehlen will und so. Aber naja. Nein. So. Nee. Hä? Moment. Muss ich die einfach so reinmachen oder was? Ach so. Okay. Ich dachte, die muss ich jetzt hier pflanzen und dann gießen und so. Okay, das scheinen sie dann wohl nicht mit in der Nähe der Grotte zu meinen. Na gut. Dann machen wir die hier hin vielleicht. Ja. Hallo? Hallöchen? Wieso bin ich jetzt hier zwischen und wieso... Was ist das? Hallo? Sei Zeuge von Ursulas Zauber. Aha, da sind jetzt Dornen drauf. Aha, aha. Ursula, hast du uns vielleicht was zu sagen? Jetzt wird's hier aber gerade... Hallo, Liebes. Was? Der Zauber ist schiefgelaufen und die Blume hat sich in eine Nachtdorne verwandelt? Mhm. Verflucht. Es hätte funktionieren müssen. Die Macht des Tals muss die dunkle Magie dieses Orts übertreffen. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, sie nutzbar zu machen. Oh, dich hatte ich ganz vergessen. Danke für die Hilfe, meine Liebe. Jetzt geh schon. Ich muss darüber nachdenken, was als nächstes zu tun ist. Was für eine riesige Überraschung. Ja, ob das so eine Überraschung ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt zuerst gedacht, das wäre jetzt tatsächlich irgendwas, dass sie mit den Nachtdornen hier irgendwie zu tun hat. Ich schau noch mal kurz. Aber hier oben steht nichts, dass ich da irgendwie was gießen muss oder so. Ich gehe trotzdem noch mal ganz kurz dahin. Oh, ich habe Schluck auf. Nö, aber die ist immer noch, so weit, dass sie eben noch nicht so weit ist. Na gut, dann würde ich sagen, damit wir jetzt nicht zu viele andere Sachen auf einmal in dieser Folge machen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir in der nächsten Folge mit Gotel weitermachen. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob bis dahin die Pflanze schon soweit ist. Und da ich versuchen werde, natürlich auch noch ein bisschen im Voraus jetzt wieder aufzunehmen, damit ich wieder ein bisschen Karenz habe zwischendurch, wenn es mir mal nicht gut geht oder ähnliches, denke ich, dass wir... Ich schau mal eben.
Ja, denke ich, dass wir dann am besten mit Stitch erstmal weitermachen werden. Weil da haben wir ja sowieso heute dann drauf hingearbeitet, dass wir dann da in der nächsten Folge was machen. Ich weiß es gerade nicht. Steht jetzt hier nicht drin. Ach so, doch, Level 8 hat er, genau. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt ihn nochmal ein... Nee, ich kann ihn gar nicht leveln, weil dann spreche ich ihn wieder an und das funktioniert ja wieder nicht. Das ist so doof gemacht. Ja, dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mit Stitch weitermachen und vielleicht muss ich ihn dann da zwischendurch noch leveln. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.